Heute zeige ich euch, wie man diesen wunderbaren Spekulatius-Tiramisu macht. Schön, dass ihr da seid. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Kochen mit Melody. Bald ist Weihnachten und wer jetzt noch auf der Suche nach einem leckeren Dessert ist, der ist hier heute genau richtig. Denn ich zeige euch heute, wie man einen Spekulatius-Tiramisu macht. Richtig, richtig lecker. Sehr einfach zu machen. Und ganz toll dabei ist, ihr könnt den einfach einen Tag vorher vorbereiten und somit habt ihr dann auch keinen Stress am Weihnachtsabend oder an sonst irgendeinem Abend. Er schmeckt super weihnachtlich. Es ist wirklich ganz easy und am Schluss sehen wir uns wieder und probieren den auch zusammen. Für unser Spekulatius-Tiramisu brauchen wir 300 Gramm Spekulatius-Kekse, 150 Milliliter Apfelsaft, 500 Gramm Mascarpone, 250 Milliliter Sahne, ein Päckchen Sahnesteif, 360 Gramm Apfelkompott, ein Päckchen Vanillezucker, 2 Esslöffel Zucker und einen Esslöffel Zimt. Als erstes gebe ich die Mascarpone in eine große Schüssel und anschließend auch den Vanillezucker. Wenn ihr jetzt mehr Zucker nehmen wollt, könnt ihr das natürlich gerne machen. Das Ganze rühre ich jetzt mit einem Handrührgerät, das geht einfacher. Und anschließend muss ich hier die Stäbe schnell noch waschen, denn dann wird sofort die Sahne geschlagen. Natürlich mit sauberen Stäben. Die Sahne gebe ich in einen hohen Behälter. Und dann schlage ich die Sahne kurz auf und gebe währenddessen das Sahnesteif hinzu. Aber das steht auch auf der Packung drauf. Und jetzt gebe ich die Sahne zu meiner Mascarpone-Creme und dann hebe ich das Ganze schön unter. Anschließend nehme ich mir eine kleine Auflaufform, die ist jetzt übrigens von IKEA, die kleinere. Und jetzt nehme ich mir auch die Spekulatius-Kekse und gebe sie ganz kurz von der unteren Seite in meinen Apfelsaft. Also nicht ganz reintränken, sondern wirklich nur kurz die untere Seite, damit sie auch nicht zu weich werden später. Sonst schmeckt das Ganze datschig. Und jetzt lege ich damit meine ganze Auflaufform aus. Anschließend gebe ich ein bisschen Apfelkompott auf die Kekse drauf und dann verpinsel ich das schön gleichmäßig. Hier auch nicht zu viel Apfelkompott. Und jetzt gebe ich noch die Mascarpone-Sahnecreme dazu und das Ganze schön glatt streichen und nicht zu dick. Und jetzt kommt unsere zweite Schicht Spekulatius-Kekse, auch wieder kurz reintunken. Dann unser Apfelkompott, die Mascarpone-Creme und das macht ihr, bis ihr ganz oben seid. Es kommen jetzt zum Ende ganze 3 Schichten raus und ganz oben ist natürlich die Mascarpone-Sahne-Creme. Und so sieht mein Tiramisu jetzt aus und seitlich sieht es auch spitzenmäßig aus. Und jetzt mache ich natürlich noch die Ränder sauber, besser jetzt als später, wenn die Creme fest ist. Und wenn ihr damit fertig seid, dann darf das Tiramisu für mindestens 6 Stunden in den Kühlschrank oder auch über Nacht. Ich hatte ihn jetzt 6 Stunden im Kühlschrank und hier ist er, mein Tiramisu, und ich freue mich schon richtig aufs Essen. Jetzt gebe ich noch die Zucker-Zimt-Mischung obendrauf. Die habe ich natürlich vorher vermischt und dann können wir auch schon anschneiden. Das Anschneiden geht wunderbar und ihr seht, man kriegt auch ein richtig schönes Stück rausgeschnitten und nichts zerläuft. Also alles ist schön fest und es sieht wirklich super lecker aus. Ich wünsche euch jetzt einen guten Appetit und mir natürlich auch. So, meine Lieben, das war's schon wieder für diese Woche und auch mit dem Rezept. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Hier ist er, unser wunderbarer Tiramisu, und ich finde, er sieht wirklich ganz, ganz toll aus. Und ob er gut schmeckt, das gucken wir jetzt. Der lässt sich wunderbar schneiden. Er war ja jetzt auch lang genug im Kühlschrank und... war ein bisschen viel. Weihnachten pur. Weihnachten pur. Also das nenne ich wirklich das perfekte Weihnachtsdessert. Wirklich super, super lecker. Probiert es aus, macht ihn nach, schreibt mir in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat. Ich wünsche euch jetzt noch eine ganz, ganz tolle Woche. Ich werde jetzt hier mein Tiramisu essen, und zwar alleine, ohne Zuschauer. Wünsche euch eine ganz tolle Woche, frohe Weihnachten. In ein paar Tagen ist es ja soweit.
Und wir sehen uns hoffentlich hier nächsten Montag wieder, dann wieder mit einem neuen Rezept. Bis dahin und tschüss.